Ja, schönen guten Morgen an alle. Schön, dass ihr da seid, um den nächsten spannenden Vortrag zum digitalen Fußabdruck anzuhören. Wir werden nach dem Vortrag höchstwahrscheinlich noch Zeit haben für eine kurze Austausch- oder Fragerunde. Also nicht gleich fluchtartig den Raum verlassen. Und damit gebe ich direkt ab an Felix Behrens. Dankeschön. Ja, der digitale, also der Fußabdruck ist natürlich nicht digital, sondern es geht hier darum, den Fußabdruck des Digitalen zu bewerten. Ja? Also erstmal auch Hallo von mir. Ich heiße Felix Behrens und arbeite am Institut für angewandte Ökologie e.V. oder kurz auch einfach Öko-Institut. Im Bereich Produkte und Stoffströme arbeiten wir an Indikatoren, Methoden und Politikempfehlungen, um Umweltwirkungen von Produkten und Infrastruktur zu bestimmen und zu reduzieren, in meinem Fall von Rechenzentren und Software. Wir haben 20 Minuten Zeit ungefähr, ein bisschen kürzer jetzt, über Klimawirkungen unserer digitalen Ausstattung und Infrastruktur zu reden. Dabei werde ich einen kurzen Vortrag halten, bevor wir dann in Austausch kommen können. Deshalb bitte ich, Fragen hinten anzustellen. Ja, vor 2 Jahren hat mein Kollege Jens Kröger, der auch hier im Publikum sitzt, vorne, die Datengrundlage dafür geschaffen. Also im Auftrag des BUND hat er die Datengrundlage dafür geschaffen, ökologischen Fußabdruck durch die Nutzung der digitalen Geräte berechnen zu können. In diesem Vortrag werde ich kurz die Methodik und als ein neues Ergebnis den CO2-Fußabdruckrechner vorstellen. Damit können wir sowohl den Fußabdruck von Geräten als auch von digitalen Dienstleistungen bestimmen. Und ich möchte euch herzlich einladen, diesen auszuprobieren. Den Link blende ich erst später ein, damit Sie mir noch kurz zuhören. Denn wir Menschen haben ein Problem. Neben der Klimakrise wollen wir gleichzeitig die Biodiversitätskrise bewältigen. Zusätzlich wollen wir auch das Waldsterben, die Bodendegradation und die Versauerung und Überfischung der Ozeane stoppen. Das alleine wäre alles einigermaßen lösbar, wenn nicht die Nutzung von natürlichen Ressourcen exponentiell zunehmen würde. Global betrachtet tut sie das nämlich. Und dies ist das eigentliche Problem, das die Lösung der zuvor genannten Probleme verhindert. Und mein Punkt des Vortrags heute ist, dass die Digitalisierung dazu beiträgt. Als technikaffine Menschen wollen wir oft den Ressourcenverbrauch durch Effizienzsteigerungen senken. Rechenzentren sind aber ein klares Beispiel dafür, dass genau das Gegenteil passiert. Viele Ökonomen würden der Aussage sogar zustimmen, dass eine Effizienzsteigerung wichtig ist, um Wirtschaftswachstum zu generieren. Effizienz ist also ein wichtiger Treiber für Wirtschaftswachstum. Und die Wirtschaftsleistung hängt immer noch vom Ressourcenverbrauch, also mit dem Ressourcenverbrauch zusammen. Es gibt bisher keine empirischen Belege für eine sogenannte absolute Entkopplung von Wirtschaftsleistung und Ressourcenverbrauch. Daher sollten wir uns als Wissenschaft, Gesellschaft und als IT-Community von Indikatoren für Effizienz verabschieden. Und stattdessen sollten wir lieber über absolute Verbräuche reden oder zum Beispiel den Naturverbrauch pro Einwohner. Und dieses Tool, was ich euch vorstellen möchte, das ist genau dazu da, diesen Diskurs in diese Richtung zu schieben und zu verbreiten. Ja, die Treibhausgas, genau. Dazu betrachten wir die Treibhausgasemissionen in CO2-Äquivalenten durch die Nutzung digitaler Infrastrukturen und Geräte. In unserer Betrachtung geht die gesamte Infrastruktur vom Endgerät bis zum Rechenzentrum ein. Ja, klar. Für alle Endgeräte gehen die 3 Phasen von der Produktion, der Nutzung und Entsorgung ein. Hier beispielhaft die Zwischenergebnisse, die wir ausgerechnet haben, in dieser Tabelle. In der Produktion eines Fernsehers zum Beispiel wird 10-mal mehr CO2 emittiert als in der Produktion eines Smartphones. Und zwar 1 Tonne. Das sehen Sie da in der Mitte der Tabelle. Um das in den Kontext zu setzen, das entspricht etwa der Hälfte eines klimafreundlichen Jahresbudgets.
auch digitale Dienstleistungen. Bin ich jetzt schon zu weit? Ich wollte das erst zeigen. Ja. Auch digitale Dienstleistungen, wie zum Beispiel Videostreaming, lassen sich darstellen. Dazu haben wir... So, zeige ich jetzt doch schon mal. Genau. Entschuldigung, das mit den Folien ein bisschen coaches. Dazu haben wir im Projekt Green Cloud Computing den Fußabdruck von Rechenzentren bilanziert und entsprechend der Rechenleistung des Streamings den Fußabdruck zugeordnet. Weitere Infos findet ihr unter diesem Link bei Green Cloud Computing am Umweltbundesamt. So, wenn man alle Bausteine zusammenzieht, ergibt sich eine lange, aber im Grunde genommen simple lineare Formel der Treibhausgasemissionen, der Infrastruktur und der Geräte. Die Treibhausgasemissionen sind dabei immer auf ein Jahr und eine Person bzw. einen Haushalt bezogen. Also würde ich vorschlagen, probieren wir das mal aus. So sieht es aus. Sie können gerne mit Geräten, die Sie gerade da haben, wenn Sie onlinefähig sind, diese Webseite besuchen. Per Drag and Drop können Sie einzelne Geräte oder Dienste auswählen. Genau, so sieht das aus. Alternativ, genau, da können Sie einzelne Dienste auswählen, einfach hinüberziehen. Alternativ können Sie ganze Szenarien auswählen, den eigenen Digitalkonsum, den durchschnittlichen oder einen exzessiven Digitalkonsum. Genau, es sind entsprechende Daten hinterlegt. Anschließend können Sie auf die Kacheln klicken, um Details zu ändern. Und am Ende können Sie reinzoomen in die Ereignisgrafik, um detailliertere Informationen zu bekommen. Das ist digitalcarbonfootprint.eu. Genau, und während Sie das Tool ausprobieren, können Sie sich folgende Fragen stellen. Also, welches sind die größten Posten? Wie lassen sich diese verringern? Und genau, gerne auch das allgemeines Feedback ist am Ende auch sehr willkommen. Genau, dieses ist das Beispiel des intensiven Digitalkonsums und ein paar Dinge lassen sich da auf jeden Fall schon direkt ablesen, was jetzt farblich ein bisschen schwierig zu erkennen ist, ist, dass der Fernseher zum Beispiel einen großen Teil ausmacht und eine Spielekonsole und Desktop-Computer, ein Smartphone. Und das der gesamte Fußabdruck ungefähr eine Tonne ist. Das ist immer auf ein Jahr bilanziert. Genau, und Sie können... Genau, das ist, wenn Sie hier ein Szenario eingeben, hier oben sozusagen, da können Sie ein Szenario eingeben. Oder wenn Sie nutzen die Drag-and-Drop-Funktion, und dort können Sie sagen, Ihren Computer nutzen Sie nicht, wie es durchschnittlich ist, sondern 5 Jahre oder 10 Jahre. Oder Sie nutzen Ihren, genau. Hat das die Frage erklärt? Da ist eine nächste Frage, bitte. Ja. Da haben wir jetzt nicht nochmal eine Infoseite zusammengestellt, sondern das ist, ganz vorne habe ich den Link geteilt, das findet sich alles in dieser Studie. Ja.
Ja. Doch, genau. Wenn Sie solche Detailwissen haben, dann können Sie genau hier reinklicken und das entsprechend anpassen. Ja. Also mit dem Smartphone klappt es jetzt nicht so super gut, aber man kann sich ja tatsächlich die einzelnen Geräte, die man hat, aus dieser, sag ich mal, aus der Einkaufsliste in seinen Warenkorb schieben. Sozusagen, und, ja. Wenn man dann die einzelnen Buttons anklickt, dann kriegt man so eine wunderbare Seite, wo man angeben kann, wie viele Geräte man hat, wie viele Stunden man die benutzt, wie viele Jahre man sie benutzt und dann errechnet es die Maschine. Also in meinem Haushalt wären 7 Smartphones, 3 Fernseher und die laufen den ganzen Tag und dann kommt hinten raus, oh, ich bin ein tonnenschwerer CO2-Abdruckmensch. Ja? So, genau. Ja, okay. Genau. Aber wenn ich in Haushalt wäre ohne Fernseher, dann würde ich da nicht so pink aussehen. Genau. Weil ich mir das so eingeben kann. Genau. Super. Genau. Also es soll einfach Transparenz darstellen. Sie sollen ein Gefühl dafür kriegen, was tut der digitale Konsum, den Sie haben, aber auch ganz wichtig, es geht jetzt nicht nur um Individuen-Bashing, sondern auch welche digitalen Infrastrukturen brauchen wir eigentlich und in welchem Ausmaße? Und was macht das mit unserer Umwelt? Ja, eine weitere Frage noch. Und, okay, 2 Fragen und dann mache ich weiter in meinem Vortrag. Eine vielleicht naive Frage, aber wenn ich drauf gucke und denke, Fernseher ist ja nicht gleich Fernseher, mobiles Internet ist nicht gleich Internet, Handy ist nicht gleich Handy, kann ich das habe ich jetzt nicht gesehen, ob ich das anpassen kann. Aber es macht wahrscheinlich einen riesen Unterschied, welche Marken und Produkte ich nutze. Genau, also es sind die Datenlage ist sowieso bei einigen Sachen ein bisschen dünn oder zum Teil sind die Daten auch schon 4, 5 Jahre alt. Sozusagen es ist nicht jetzt, um es aufs Gramm genau zu berechnen, sondern um einen Diskurs anzustoßen. Ja. Ich gucke mir gerade den Router zum Beispiel an, den benutzen wir ja zu viert, gebe ich dann einfach einen Vierteltag an und das ist die eine Frage und das andere ist ein CD-Player, Electronic Gadget oder nicht? Ja, okay, das sind jetzt Teilfragen, kann ich Ihnen jetzt nicht beantworten, wo Sie den CD-Player reintun. Und die erste Frage ist, genau, Sie können den Rechner auch auf einen Haushalt beziehen. Das wäre eine Möglichkeit. Dann mache ich jetzt erstmal weiter, wenn es keine dringenden Fragen gibt. Genau, also, das waren die Fragestellungen, die Sie beachten konnten. Genau, zusammenfassend lässt sich sagen, dass der durchschnittliche digitale Fußabdruck im Vergleich zu anderen Aktivitäten, wie zum Beispiel dem Fliegen, relativ klein ist und ja, durchschnittlich irgendwie 600 Kilogramm. Und wo immer möglich, hat das Vermeiden solcherer, schwerwiegenderer Aktivitäten Vorrang. Dennoch ist ein intensiver Digitalkonsum bereits jetzt schon unvereinbar mit planetaren Grenzen und wir sollten uns ernsthaft Gedanken über eine alternative Gestaltung unserer digitalen Infrastruktur und Ausstattung machen. In der Zukunft weiterhin ein exponentielles Wachstum zu forcieren in der digitalen Welt ist keine Option. Ja. Aus dieser kleinen Analyse lassen sich schon weitreichende Forderungen ableiten. Und dazu gehören zum Beispiel das Recht auf langlebige Produkte, weniger Ausstattung mit weniger Material, geringerem Energieverbrauch. Zum Beispiel könnte man das in Ökodesign-Vorschriften festhalten. Man müsste Hot-Standby-Zustände regulieren, zum Beispiel von Routern. Man müsste weniger Datenverkehr, insbesondere über mobile Netze, forcieren. Ja, und an dieser Stelle bedanke ich mich dann für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt können Sie noch mal Fragen stellen und Feedback geben. Ja, vielen Dank, Felix Behrens, für den informativen und interaktiven Vortrag. Gibt es weitere Fragen? Dann kurz Handzeichen, ich komme mit dem Mikro.
Ich wollte nur kurz fragen, für den Energieverbrauch, was wurde da an CO2 angenommen? Ist das der durchschnittliche CO2-Ausstoß in Deutschland für eine Kilowattstunde Strom oder was fließt da ein? Genau, das ist der Emissionsfaktor des deutschen Energiemixes. Ja. Sehr wichtige Frage. Dankeschön. Okay, weitere Fragen scheint es gerade nicht zu geben. Dann bin ich sonst noch draußen einen kleinen Moment, falls Sie noch irgendwie Gesprächsbedarf haben, und wünsche noch einen schönen Tag und eine gute Mittagspause jetzt. Ja, danke schön.